هنا مروا وكانوا قدوة للناس. Also aus islamischer Perspektive haben wir das Konzept der Fitra, diese natürliche Veranlagung, dass jeder mit einem gewissen Gottesbewusstsein auf die Welt kommt und durch die Erziehung, durch die Sozialisierung dieses Bewusstsein quasi bewölkt wird und man keine klare Sicht drauf hat, ja? Und egal welcher Glauben. Nein. Ist das unabhängig davon? Nein, es ist, aus unserer Sicht ist es primär der Glaube an die Existenz Gottes. Also kein Kind kommt auf die Welt und... Der generelle undefinierte Gott quasi. Exakt, also etwas, was intrinsisch angeboren ist. Ja? Nicht, dass jetzt in dem Sinne, dass ein Kleinkind auf die Welt kommt und die fünf Säulen des Islam aufsagen kann. Nicht in dem Sinne, sondern dass es intrinsisch verankert ist. Soziologisch gesehen, kein Problem. Soziologisch gesehen können wir festlegen, dass in der Menschheitsgeschichte es nie einen Konsens gab, wo ein Volk gesagt hat, im Konsens, dass Gott nicht existiert. Es gab immer nur bestimmte Individuen und speziell ab der Aufklärung im 17. Jahrhundert kamen bestimmte Persönlichkeiten, die den Atheismus propagiert haben. Bis dato war es aber so, dass es keinen Konsens gab. Ja, und das sehen wir heute auch nicht. Ja. Kleines Beispiel aus dem russischen Kaiserreich, wo Religionen etwas Normales war. Mit dem Kommunismus wurde quasi propagiert, dass Religionen aus dem öffentlichen Raum verbannt werden. Und selbst in dieser sehr misslichen Lage für Gläubige, was haben die Menschen gemacht? Sie haben Statuen von Lenin und Stalin aufgebaut und diese verehrt, als wäre er Gott. Das heißt, sie haben dieses intrinsische Bedürfnis, etwas Höheres über sich anzubeten, nicht unterdrückt. Nach dem Fall des Kommunismus, Wiedererwachung der Religionen. Das ist aus soziologischer Perspektive. Sprachlich gesehen, ja, bitte. Aus der Hinsicht ist es ja auch falsch, einen Glauben zu unterdrücken, weil, also selbst wenn man jetzt Kommunismus hat, hätte man das zulassen sollen, so, weil es Selbstbestimmung ist und weil der Mensch einfach frei ist. Unter den Voraussetzungen ging das eben nicht so. War eindeutig ein falsches System auch dafür. Also ich finde, das ist der falsche Weg. Aber dass er zum Beispiel aus öffentlichen Institutionen ferngehalten wird, die Religion, finde ich zum Beispiel, finde ich eher ein Befürworter, weil ich finde, man soll es nicht vermischen. Ja, so, weil Religion das verstehe ich. Ein Ding ist, so, ich verstehe diesen Ansatz nur, das, was ich postuliert habe oder was meine Kernaussage war, ist, dass selbst in so einer misslichen Lage wir diesen Anbetungsinstinkt der Menschen wahrnehmen können. Das meinte ich damit. Die Frage ist, ob das nicht doch konstruiert ist aufgrund der Gesellschaft. Die Frage ist, ob dieser Drang nicht doch konstruiert ist aufgrund der Gesellschaft. Also konstruiert wäre es eher. Ja angenommen, ein Kind wächst in einer atheistischen Gesellschaft aus, dann müssten wir uns anschauen, ich weiß nicht, ob die Forscherin das gemacht hat, was sagt das Kind dann so? Weißt du, was ich meine? Am Anfang ist vielleicht der Drang da, aber da weiß ich eben nicht, ist es Unwissenheit so? Und dann spielt ja auch wieder die Gesellschaft mit, in dem Fall dann halt die atheistische Gesellschaft. Es ist schwer, das alles auszuschließen. Ja, das Ding ist nur, das ist genau der Punkt, auf den ich im Ansatz eingangs eingegangen bin. Es gibt keine im Konsens atheistische Gesellschaft, atheistisches Volk. Also heute nicht und in der Vergangenheit auch nicht. Und der zweite Ansatz ist, Dr. Olivera Petrovic, die du jetzt erwähnt hast, die hat diese Studie in acht Ländern durchgeführt, war eine große Studie und sie hat Kleinkinder geforscht aus religiösen und nicht religiösen Elternhäusern. Und sie ist zu der Erkenntnis gekommen, dass der Glaube... Das ist aber nicht... Bitte. Was soll ich sagen, da ist das Experiment nicht komplett abgekapselt von der Gesellschaft und der doch religiösen Gesellschaft. Du kannst in einer nicht religiösen Familie zwar dieses Experiment machen, aber es ist nicht komplett abgekapselt, weißt du? Aber kein Experiment, jedes Experiment hat Limitationen. Also man kann nie ein Experiment durchführen, indem man alle inkludiert. Ja. Ja? Und das ist Induktion. Ja. Das ist Induktion, so funktioniert Wissenschaft. Das ist so deswegen hat man auch das Induktionsproblem, was Bertrand Russell gesagt hat. Aber de facto... Aber leitest du ja eine gewisse Wahrheit von dem Experiment ab, ne? Also, was der Wissenschaftler tun kann, er kann so objektiv wie möglich sein. Ja. Und im Fall von Dr. Olivera Petrovic, sie ist wohlgemerkt keine gläubige Person. Ja. Aber ich habe jetzt nur dieses Beispiel erwähnt. Es gibt noch Dr. Justin Barrett in seinem Buch Born Believers, wo er das erwähnt, wo er auch das Konzept der Fitra erwähnt. Das ist spannend. Also, ich sage jetzt nicht, das stimmt nicht, was du sagst. So. Also, ich will mir das sicher anschauen, weil ich finde es interessant, auch sich philosophisch mit der Frage auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist da ja auch was dran. So. Aber dann frage ich mich halt, vielleicht ist diese, ich nenne es jetzt mal Spiritualität, ja, die grundgegeben ist, einfach
Energieaustausch, weißt du, was ich meine? Mhm. Den wir noch nicht erforscht haben, weil es einfach zu komplex ist. So. Da kommt jetzt der Agnostiker in mir heraus, weil ich sage, ich glaube zwar nicht an einen Gott in der Form, aber vielleicht an bestimmte Energien. So. Also ich bin überhaupt nicht spirituell in meinem Leben, nur ich kann mir gewisse Sachen nicht erklären, kann die Wissenschaft auch nicht. Und das ist vielleicht einfach nur höhere Physik oder Magic. Ja. Also in dem Moment, wo du sagst, eine höhere Macht etwas Übernatürliches, kommt man in den Bereich der Metaphysik. Das heißt, da kann man nichts mehr mit natürlichen Prozessen und empirisch irgendwie diskutieren. Das Ding ist nur, ich verstehe den Weg, den du gehst. Ich möchte ihn nur aus einer anderen Perspektive gehen, indem ich sage, dass der Beweis für die Existenz Gottes nicht da draußen ist. Ja, es gibt rationale Argumente, sondern in dir drinnen. Und da gibt es auch andere Studien, die ich jetzt nicht parat habe. Aber wir können das auch sehen aus einer sprachlichen Perspektive. Ich meine, es gibt für den Begriff Gott in fast allen 5800 Sprachen eine Übersetzung. Ja? Und wir sehen beispielsweise durch Dr. Justin Barrett, durch seine Studie konkludiert hat, dass bei Kleinkindern der Glaube an die Existenz Gottes fest verankert ist und der Atheismus angelernt werden muss. Es klingt hart, aber es ist sowas wie quasi ein Fremdkörper. Ja? Aber wie war das denn bei mir? Weil ich bin ja nicht Atheist, weil ich gesagt habe, ja, das wurde mir jetzt antrainiert. Ich komme ja aus einer religiösen Familie und habe einfach nach Wegen gesucht oder Lösungen oder den Sinn des Lebens, wenn du so möchtest, so, und habe einfach für mich gesagt, so, das ist das Atheismus gekommen. Weißt du? Ja, und ich denke, der Grund dafür ist, weil du den Ansatz zum Islam noch nicht gehabt hast. Ich habe den Ansatz zu vielen Religionen nicht gehabt. Ja. Eigentlich auch nicht so wirklich zur Wissenschaft. So. Mhm. Aber es war halt so, ich habe mich dann der Wissenschaft zugewandt und mich mal informiert. So, ne? Und ich meine, jeder hat einen anderen Weg. Ja? Das Wichtige ist nur, dass natürlich. Weil aus meiner Perspektive war es so, ich habe begonnen, mich mit dem Sinn des Lebens zu beschäftigen. Bei mir war es so, dass eigentlich die Wissenschaft, ich gemerkt habe, man muss ein korrektes Verständnis der Wissenschaft haben. Wissenschaft ist limitiert auf Induktion. Ja? Das heißt, was ich gemerkt habe, sie kann keine metaphysischen Fragen, auf die ich mich eigentlich auf den Weg gemacht habe, nicht beantworten. Ja, Wissenschaft kann bestimmte theistische Ansätze untermauern, wie zum Beispiel dieses Forschungsergebnis, was ich dir erwähnt habe, oder beispielsweise die Feinabstimmung im Universum, ja, wenn wir uns die elektromagnetische Kraft ansehen oder die Gravitationskraft, dass dahinter man zumindest eine Behauptung aufstellen kann, dass ein gewisser Gesetzgeber dahinter stecken muss, dass es nicht aus Zufall entsteht. Das ist die Frage, weil wir werden nie aus der Box rauskommen. Weil wir sind Gesetzgeber und ein Gesetzgeber gibt ja Gesetze immer in einem bestimmten Raum. So. Und das ist das Problem. Der Raum ist so groß, dass wir nicht rausschauen können. Weißt du, was ich meine? Aber soweit wir sehen können, können wir ja sagen, dass können wir zumindest schlussfolgern, dass ein gewisses Design dahinter steckt. Ja. Also die Gravitationskraft, ich meine. Ja, vor allem alle Naturkonstanten. Würde man nur eine davon ein bisschen verändern, würde alles zusammenbrechen. Du hast deine Recherche gemacht. Ja, klar. Und das sind genau diese Aspekte, die auch mich dazu geführt haben, okay? Die Wissenschaft hat nicht Antworten auf alle Fragen. Sie hat bis zu einem gewissen Punkt sehr vernünftige und plausible Antworten, ja. Aber wenn es um metaphysische Fragen geht, wie bin ich hierher gekommen, was mache ich hier und wo werde ich hingehen, da müssen wir zu Offenbarungen vom Schöpfer zugreifen. Das habe ich in der Bibel nicht gefunden, das habe ich im Koran gefunden. Aber so wie sich die wissenschaftlichen Grenzen jetzt verschoben haben und was wir jetzt auch sagen können, wo wir sagen, wir können das empirisch wissen, ja. Ja. Also wir wissen es, dass es so ist, so. Diese Grenze hat sich verschoben. Die Quantenphysik ist jetzt einfach nur die neue Grenze. Ne? Wenn wir die überwinden, so müssen wir uns wieder andere Fragen stellen. Weißt? Weil dann, das ist jetzt schon ein Mindfuck. So, ne? Und dann kommen wir vielleicht irgendwann an den Punkt, wo wir über Spiritualität reden oder wieder über Physik. Ne? Das wird heute schon versucht. Ja. Das wird heute von Wissenschaftlern wie Sam Harris und Richard Dawkins, vielleicht hast du gehört, die versuchen schon in diesen Atheismus Spiritualität irgendwie hinzuzubinden. Das Problem ist nur, aus atheistischer Perspektive, Jürgen, das klingt hart, aber du bist lediglich, aus atheistischer Perspektive bist du lediglich das Ergebnis eines sinnlosen, ziellosen, zwecklosen, irrationalen, kalten, physikalischen Prozesses. Glaubst du? Diesem etwas... Das glaube ich nämlich gar nicht. Okay. Für mich ist zum Beispiel der Sinn des Lebens vielleicht einfach nur Energieaustausch, weißt du?
am Ende werde ich der Erde wieder zugeführt und gebe wieder Energie. Und das aber in einem komplexen Riesensystem, also dem Universum. Ja, ja, aber das widerspricht ja nicht dem, was ich gesagt habe. Eh nicht. Aus atheistischer Perspektive bist du ein... Ich will nur sagen, dass das gar nicht so kalt ist teilweise, sondern dass es eigentlich eher so eine spirituelle Naturverbundenheit eher ist, weißt du, was ich meine? Der wir sind zuschreiben. Das heißt, du kannst Atheismus ja auch begreifen als Energieaustausch und Energieströmungen, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so wissen. Verstehe ich. Aber im Endeffekt dann, schlussendlich, schreiben wir diesem etwas Sinn zu. Es hat nicht von Beginn an existenziell einen wir Sinn. Wir wollen uns ja eigentlich nur, wie soll man sagen, beruhigen. Wir haben eher einen Sinn. Das Schlimme könnte sein, dass es wirklich so kalt ist und dass wir sagen, es gibt gar keinen Sinn. Es ist einfach nur eine Laune gewesen Jetzt gab es einen Kategorienfehler. Was ich mit kalt meinte ist, Atome, Moleküle sind kalt im Sinne von, sie haben in keiner Weise Subjektivität. Ja, sie sind objektiv. Und das ist eben das, wo ich dir widerspreche. Okay. Weil es eben vielleicht nicht so ist. Weil es gibt ja diese, ich hänge ja nicht an dieser Theorie, aber es gibt diese Äther-Theorie. Zum Beispiel, dass es einen riesigen Äther irgendwo gibt, einen Energieäther, von dem wir alle Informationen beziehen bei der Geburt. So. Natürlich, wissenschaftlich kann man das kaum beweisen. So. Wissenschaftler schauen halt nur nach Theorien, wie das gehen kann, weil sie wissen zum Beispiel nicht bei der Geburt, so wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass sie von, ich weiß jetzt das Wort nicht mehr, dass sie von Geburt an halt glauben, quasi. Ne? Woher kommt diese natürliche Veranlagung. Wie werden Informationen weitergeben, weil Babys können zum Beispiel schwimmen schon ab der Geburt an, so in diesem genetischen Code drehen oder... Und wir können unser Bewusstsein zum Beispiel nicht erfassen. Wir können Datenströme vom Computer und so simulieren und so und das Gehirn so bis zu einem gewissen Grad. Aber das Bewusstsein, wo ist es? Wie kann man es extrahieren? Wie kriegt man es raus? Das sind Energieformen, die basiert ja auch auf Materie und auf kleinen Partikeln und so und ist trotzdem nicht kalt. So, weil das, was wir gerade sehen. Verstehe. Das ist ein sehr interessanter Bereich. Das Bewusstsein an sich. Glaubst du, dass das materiell ist, der Verstand? Glaubst das du, dass der Verstand materiell ist? Weil das die Ding ist, in dem Moment, wo du sagst, der Verstand ist das Gehirn, haben wir ein großes Problem. Sage ich nicht. Okay. Also der Verstand ist nicht das Gehirn. Das genau, nicht. Weil das Gehirn, ja, ist materiell. Es muss Information sein. Ja. Und wie diese Information ausschaut, wissen wir leider nicht. Ja, ja. Und in dem Moment, wo wir sagen, das Gehirn ist materiell, das Gehirn ist objektiv, analysierbar das für andere. Ist meiner Meinung nach kalt, wenn du so willst. Ja, ist kalt, genau. Ja. Aber der Verstand an sich ist subjektiv. Ist nicht analysierbar für andere, aus einer dritten Person Perspektive, Und es hat keine, ich würde sagen, das wird nie der Fall sein, dass man das, weil man muss auch verstehen, wie die Wissenschaft arbeitet. Wissenschaft ist wunderschön, aus islamischer Perspektive. Ich bin nicht unhöflich, ne? Ja, kein Problem. Ich habe noch 10 Minuten circa. Letzter Satz, aus islamischer Perspektive, wir sehen im Koran immer wieder, bestimmte Ansätze, wo Gott uns quasi den Ansporn gibt, um Wissenschaft zu betreiben. Wafi enfusikum afala tubsirun heißt es. Sehen Sie denn nicht die Zeichen in sich selbst? Wenn man sich den genetischen Code ansieht, das Genom beispielsweise. Ich meine, das ist ja massiv, was da an Informationen drin ist. Es gab eine Studie 2011, wo die gesamte Datenbank auf diesem Planeten quasi kalkuliert wurde und man hat 1,1 Zettabyte an Daten herausgefunden. 1,1 Zettabyte hat genug Speicher in 4 Gramm menschlicher DNS. Das ist unglaublich. Ja. Und vor allem die Materie weiß, wie sie sich anordnen muss, um diese Informationen darzustellen, wenn wir jetzt über Genetik reden. Das ist die Magic, die wir nicht erforscht haben. Wie kann Materie das wissen? Woher kommt dieses Wissen, wie sie sich anordnen muss? Genau, und das ist eben ein Aspekt, wo wir zu einem metaphysischen Bereich... Da bin ich mit dir d'accord. Ja, zu einem Bereich kommen. Aber wenn wir jetzt oberflächlich all über diese, meines Erachtens Wunder, deines Erachtens vielleicht nicht, reflektieren, wenn man über diese Aspekte reflektieren, sollte man sich nicht darin verlieren. Im Sinne von, man sollte sich noch immer im Ursprung die Frage stellen, hey, wenn da so ein bestimmter Code nach einem chemischen Alphabet kodiert ist, mit über 3,5 bis 3,7 Milliarden Buchstaben, einzigartig, kein anderer Mensch, selbst wenn du einen Zwillingsbruder hast, hast du nur 50% identische DNS. Man könnte sagen, das ist sowas wie eine Unterschrift vom Schöpfer, individuell an dich. Und wenn man da nicht daraus schlussfolgert, hey, diese Gesetzgebung kann nicht von nichts kommen, sondern da muss irgendwie ein Gesetzgeber dahinter stecken, der einen Willen hat und mir etwas sagen möchte. Ich weiß nicht, wie objektiv man da ist. Meines Erachtens, wenn man diesen Punkt ankommt und recherchiert... Ist da noch mehr Spielraum an Meinungen?
du sagst zwar, wie kann man da nicht an das glauben, sondern ich sage, warum lassen wir die Frage nicht einfach in den Raum? Aber das, ist doch das Merkmal eines intellektuellen Verstandes, Fragen auf existenzielle Antworten auf existenzielle Fragen zu suchen. Und ich weiß, dass die Wissenschaft meilenweit davon entfernt ist. Und einfach jetzt zu sagen, nur weil die Wissenschaft so weit davon entfernt ist, zu sagen, ja, ich erkläre es mir jetzt mit Religion, ist mir einfach zu kurzsichtig. Nee, das tue ich nicht. So das ist war es jetzt, aber nicht selbst, nee, das war jetzt ein Strohmann. Wenn du jetzt gesagt hast, so, dann bleibt dir nur noch übrig, sich das mit dem Gesetzgeber zu beantworten, Gott. Weil die Wissenschaft Grenzen hat. Ja, aber die Grenzen erweitern sich halt immer wieder. Sie können sich erweitern, aber sie sind noch immer innerhalb eines Grenzbereiches. Ich glaube, da kommen wir auch niemals zusammen, weil ich bin so ein Typ, ich hinterfrage extrem viel so wie du auch. Ich merke das auch, du bist doch sehr gut informiert. Okay, eine kurze Frage, weil du gesagt hast, wir werden diesen Punkt erreichen, wo Wissenschaft auch auf metaphysische Fragen antworten kann. Vielleicht. Ja. Also ich glaube daran. Das Problem ist nur, okay, die Wissenschaft ist begrenzt auf wiederholbare Experimente und Observationen. Die Wissenschaft kann nicht mehr den Urknall reproduzieren. Kann den Urknall nicht reproduzieren. Die künstliche Intelligenz plus Quantencomputern, falls wir da Durchbrüche erreichen, erreichen wir ein Kreativitätslevel, was wir nicht erreichen können. Ist schon klar, aber sie ist begrenzt auf wiederholbare Experimente. Nein, ist sie nicht. Wissenschaft kann, ja? Wir kontrollieren das dann nicht mehr. Sie ist dann beschränkt auf Lichtgeschwindigkeit, wenn du so willst. Wiederholbare Experimente sind ja begrenzt. Du kannst ja den Urknall nicht reproduzieren. Nein, das kannst du nicht. Also du kannst, selbst wenn du es könntest, wäre es begrenzt so. Exakt, ja. Das ist ja mein Punkt. Der zweite Punkt ist, die Wissenschaft hat keine Erklärung für Axiome. Selbstverständliche Wahrheiten wie 2 plus 2 hat die Wissenschaft, wir die Wissenschaft nimmt sie... Mehr als drei Dimensionen erfassen, eine künstliche Intelligenz, aber da haben wir es. Das heißt, die Wissenschaft arbeitet in Parametern, die begrenzt ist. Nichts anderes habe ich bis jetzt behauptet. Ich habe nicht gesagt, dann müssen wir zu Gott. Aber ich muss jetzt zu. Kein Problem, war ein sehr nettes Gespräch. Ich auch. Ich rede okay. So. Einfach mal reinschauen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne Fragen stellen auf unserer Seite. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Ciao.